Mann lebte 34 Jahre mit Alligator als Haustier, jetzt ist das Tier weg. Tony Cavallaro ist aufgelöst, weil sein Alligator, welchen er auf den süßen Namen Albert getauft hat, weg ist. Es ist so leer hier, sagt er beim Anblick vom Gehege im US-Bundesstaat New York. Das Reptil wurde nämlich von den Behörden beschlagnahmt, weil sie der Meinung sind, das Tier sei gefährlich. Eine weitere Begründung, Cavallaros Lizenz zur Haltung sei 2021 abgelaufen. Außerdem warfen sie ihm vor, er habe sich unverantwortlich verhalten, weil er Besuchern erlaubte, Albert zu streicheln und mit ihm schwimmen zu gehen. Die Behörden kamen mit einem Durchsuchungsbeschluss, betäubten den Alligator, klebten sein Maul zu und brachten ihn in einem Transporter weg. Doch laut Cavallaro ist Albert alles andere als gefährlich. Er sei ein sanfter Riese, der für niemanden eine Gefahr darstellte. Er habe nie Anzeichen von Aggressionen gezeigt und benehme sich wie ein großes Baby. Mittlerweile gibt es eine Online-Petition, die für die Rückkehr des Alligators kämpft. Diese wurde bereits von 120.000 Menschen unterzeichnet und Unterstützer haben sogar T-Shirts und Anstecker mit der Aufschrift Free Albert entworfen. Cavallaro hat auch einen Anwalt organisiert und will rechtlich vorgehen, um sein geschupptes Riesenbaby zurückzuholen. Vielleicht kommt es ja zu einem Krokodil für die Rückkehr. Was hältst du von exotischen Haustieren? Sollte man solche Tiere überhaupt halten dürfen? Schreib's in die Kommentare.